Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und gleich wird unsere Fahrzeugpräsentation folgen von dem Objekt eurer Begierde. Das bedeutet, wir probieren es transparent als möglich zu machen. Mein Kollege filmt einfach mal rings ums Auto, geht in jede Ritze. Hier soll es aber vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Das bedeutet, wen es doch interessiert, der klickt mal oben auf die Infobox. Da wird er weitergeleitet zu Mobile. Und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug noch zum Verkauf. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Hallo, hier ist Alex aus dem Autoladen und heute zeige ich euch einen sehr, sehr schönen Porsche Cayenne 3.0 Platino Edition. Das Fahrzeug ist aus Baujahr 23, also noch nicht mal knapp 3 Monate alt. Also ja, wie gesagt, hier gibt es nicht viel zu erzählen bei dem Fahrzeug. Das, wie gesagt, der hat knappe 3400 Kilometer runter, steht in der Farbe Weiß da. Ja, also wie gesagt, Ausstattung natürlich LED-Scheinwerfer, ja, 360-Grad-Kamera, PDCs vorne. Der hat eine extrem schöne 21 Zoll Leichtmetallfelge mit einer wirklich sehr, sehr guten Pirelli-Reifung noch. Jetzt gehen wir mal in das Innere des Fahrzeuges. Und hier seht ihr natürlich dieses extrem gute Ambiente, extrem hochwertig. Also hier, ja, lässt keine Wünsche übrig. Also wie gesagt, das Fahrzeug ist nur ein paar Monate alt. Hier ist wirklich überhaupt nichts. Die Sitze sind in einem tadellosen Zustand. Ja, wie gesagt, Navigationssystem, Automatik natürlich. Hier ist auch alles sehr, sehr clean und hochwertig gehalten. Ja, wie gesagt, auch ein sehr, sehr schönes Multifunktions-Sportlenkrad. Hat eine Luftfederung. Ja, Head-Up-Display natürlich. Ja, also hier braucht man nicht dazu viel sagen, weil es fast alles hat, was man braucht oder auch nicht braucht. Jetzt gehen wir mal in den hinteren Bereich des Fahrzeuges. Auch hier seht ihr, haben wirklich ja, 3 Personen Platz. Ihr habt auch eine sehr, sehr schöne Mittelarmlehne. Auch hier hinten der Zustand mit den Isofix, den andersfarbigen Gurten, ist wirklich tadellos. Also das ist ja typisch Porsche, hochwertig. Bose Soundsystem, das vielleicht noch zu erwähnen. Ja, jetzt sind wir schon im hinteren Bereich angelangt. Ja, natürlich mit den jeweils links und rechts, den 2 Auspuffrohren, sieht er natürlich auch sehr zornig aus. Natürlich eine Rückfahrkamera habt ihr natürlich auch. Jetzt machen wir das mal auf, das Fahrzeug. So, und da seht ihr natürlich auch wirklich den großen Kofferraum. Also hier geht wirklich allerhand rein. Ich schau mal, jetzt mache ich mal auf hier. Ja, hier habt ihr auch die Notfallsets, Werkzeug habt ihr auch alles mit drin. Also hier ist wirklich alles vorhanden, was man braucht. Ja. Ihr habt sogar eine LED-Kofferraumbeleuchtung. Ja, viele andere schöne Features habt ihr noch. Jetzt machen wir das mal wieder zu hier. Jetzt sind wir auf der Beifahrerseite angegangen. Wie gesagt, über den Allgemeinzustand brauche ich fast gar nicht sagen, weil der ist 1A. Also hier ist nichts dran. Gut, das Auto ist ganz, ganz wenig gelaufen und ist deshalb wirklich in den wirklich absoluten Top-Zustand. Also wirklich mal ein Highlight, was wir auch hier haben. So, gut, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir schon am Ende. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Und dementsprechend könnt ihr jetzt einen Termin bei uns vereinbaren. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Stehen euch da gern mit Rat und Tat zur Seite. Heißt, wenn ihr euer altes Fahrzeug in Zahlung geben wollt, optional eine Gebrauchtwagengarantie oder sowas finanzieren, da ist unser Verkäuferteam dafür zuständig. Hintenrum haben wir die Werkstatt. Dort wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft. Wir drücken auf jeden Knopf. Es wird ausgiebig Probe gefahren. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen, um es transparent als möglich für euch zu machen und natürlich ein gutes Auto an euch zu übergeben. Und darüber hinaus ist sicherlich irgendwann mal wieder der TÜV fällig oder ein Ölwechsel, habt ihr natürlich dann einen Ansprechpartner, nämlich uns. Und ich danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video. Macht's gut, bye bye.